Sternis ohne Ende. Ich will den Magneten. Mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden. Wobei, ganz ehrlich, ich bin sehr zufrieden mit dem Leuchtsteak. Aber aus Prestigegründen möchte ich den Magneten haben. Damit wir den, naja, da haben. Damit wir irgendwann mal erzählen können, wisst ihr, damals noch blau und rot, wo ich 10 Folgen lang nichts anderes gesagt habe, außer blau, rot, rot, blau. Ist eigentlich blutorange, haha. Oh, Schande. Wir haben ein Problem. Blauer Flammenwerfer. Oh, Entschuldigung. 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 Warte mal, wir haben fertig gekloppt, ne? Ja, wir haben fertig gekloppt. Falsches Set, das ist das Stürmer-Set. Aber vielleicht können wir einen Teil von uns wechseln. Ist ja auch möglich, ne? Komm raus, du Hund. Geht doch. Wir gucken mal. Können wir das nicht von hier aus schon vergleichen? Wir tragen ja gerade Rüstung, tralala, also Rucksack des Stürmers. So, bis hierhin alles gleich. Ist ja auch immer so. Ausgerüstet, ausgewählt. Nein, ist schlechter. Da müssten wir zu viel rumbasteln. Also können wir den auf jeden Fall zerlegen. Was war das jetzt nochmal? High-End-Reparatur will ich nicht. Wir können weitermachen. Mann, 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 Mann. Aber jetzt erstmal Zwischenstandsmeldung. Saison. Im Gange. Oh, hier haben wir fast alles fertig. Hier sind wir auch sehr weit. Kann man überhaupt alles abschließen? Weiß ich nicht. Das wirkt schon sehr wenig jetzt, das Stückchen, was noch offen ist. Brennende eliminieren. Alles klar. Brennend und positiv nach wie vor. Das wird auch hiermit gezählt, aber wir brauchen zumindest hier keine Kopfschüsse mehr. Auf die... Doch, müssen wir. Also noch 10. Und dann brauchen wir nie wieder Kopfschüsse machen. Dann können wir wieder durch die Gänge huschen, Mensch. Genau. Wunderbar. Kopfschusskills. 10 positive Kopfschüsse und dann sind wir da durch. Und dann einfach weiter ballern, 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 ballern. Dann haben wir auch die ganz großen Aufgaben echt geschafft, Mensch. Was mache ich nur mit meinem Leben? Herrlich, herrlich. Gut. Gut, das machen wir auch noch. Das ist eine Frage der Ehre hier mit dem Kontrollpunkt. Und dem Nicht-Killen von Gegnern mit entgegengesetzter Polarität. Das mit dem Schockzustand. Das ist, glaube ich, sehr einfach, wenn man die richtige Fertigkeit hat, oder? Gibt's da nicht irgendwie was schockt oder so? Oder habe ich nicht eine Schockgranate, wie ich es das letzte Mal erwähnt habe? Schockgranate, eine Blitzgranate? Was ist das? Blendgranate, Brandgranate, Splittergranate, Sprenggranate. Und wir haben die Streugranate, die wir fast nie verwenden. Aber erstmal die Basics, ne? Also schön noch weiter Kopfschüsse verteilen, bis wir irgendwann wieder irgendwas mit Kopfschuss aufploppen sehen. Und dann wissen wir, dass wir wieder ein bisschen weniger präzise auf Kopfschüsse gehen. Wir wollen natürlich nach wie vor immer Kopfschüsse verteilen, aber ich muss da nicht immer diese Schrecksekunde abwarten, bis ich auf jeden Fall beim letzten Schuss auf den Kopf ziele, sondern einfach schön Rinne halten. So ein schöner Brustschuss ist ja auch was wert. Cool. Nice. Und wir spielen natürlich jetzt mit der Polarisierung Aufträge, die auch gleichzeitig gut für unsere Felduntersuchung sind. Da war wieder der Ruckler. Habt ihr ihn gesehen? Das ist das, was ich meine. Woran liegt das? Ist das wirklich das Kabel? Ich wackel mal am Tisch. Ist da tatsächlich, warte mal. Nein, so wackelig ist der Tisch nicht. Also er wackelt minimal, aber doch nicht so viel. Oder ist hier irgendwas auf dem Mauspad nicht ganz in Ordnung? Das kann doch nicht sein. Ich hau mal den Dongle direkt in den Rechner, wie gesagt. Neues Setup und so. Ich bin jetzt nicht mehr so weit weg vom Rechner. Es sollte funktionieren. Gut, alles klar. Jetzt ist der Dongle direkt am Rechner dran und ja, vielleicht die nächste Gaming-Maus wieder klassisch mit Kabel. Aber ich finde es halt schön, dass ich ein Kabel weniger hier auf dem Tisch liegen habe. Doch wie dem auch sei. Ja, genau. Bevor wir jetzt in den nächsten Einsatz gehen, würde ich ganz gerne das hier abschließen. Aber wir haben nicht genug Material. Ne? Uns fehlt noch 77 Komponenten und... Und 97 Stahl, die klaue ich mir jetzt mal eben zusammen. Über die SAD-Uhr. 67 Komponenten bitte. Geht das hier? Was? Was? Das geht gar nicht. Aber Stahl kriegen wir, ne?
Ja, Stahl geht in Ordnung. Zweimal, bitte, Dankeschön. Zurück zu den Projekten. Die Sonne geht auch langsam auf. Flup, flup, flup. Ja. Cool. Komponenten. Was sind denn Komponenten? Das sind die Schrauben, ne? Die kann man auch hier irgendwie in der Open World bekommen. Das ist jede Woche ist das ein exotischer Behälter, Mensch. Was man sonst alles hier veranstalten muss, um einen exotischen Behälter zu bekommen. Also Schrauben und danach Einsatz. Unterwegs können wir ja ohne Probleme... Genau. Können wir ja ohne Probleme die Polarisierung weiterspielen. Und so langsam werde ich paranoid, was diesen Fehler, dieses kurze Ruckeln angeht, weil ich glaube, ich habe das gerade eben während des Schnittes für die Ladepause schon wieder gehabt. Nicht, dass meine USB-Slots hinten am Rechner im Eimer sind. Also wenn das jetzt nochmal auffällig passiert, dann werde ich mal versuchen, vorne, also die Front-USB-Slots zu verwenden. Aber es wäre kein gutes Zeichen, vielleicht... Einfach mal frisch die Treiber und so raufhauen. Aber da kann man auch viel falsch machen, ne? Eigentlich don't touch a running system. Aber kann man jetzt noch von einem running system sprechen? Ich weiß es nicht. Ich überlasse das den Profis. Ich habe keine Money. Ich muss mit der Pistole arbeiten. Hast du überhaupt irgendeine Polarisierung, Kollege? Nein. Rot, rot. Ich brauche meine Komponenten, Mensch. Schande. Aber ich habe noch so einen Flammenwerfer, ne? Ja, den Flammenwerfer habe ich noch. Boom! Ich komme rüber zu dir. Ich flambiere dich, du Killer-Gnu. Das geht super, wa? Absolut. Was für eine Verschwendung. Boom. System-Fehlfunktion. Wahrscheinlich meine USB-Slots auch, ne? Dann liegt es nicht am Kabel. So zerbeult es auch ist. Mann. Immer diese Technik, ne? Mit der Technik lösen wir Probleme, die wir ohne die Technik gar nicht hätten. Wir müssen noch zwei Feinde mit ein und der gleichen Granate killen. Kriegen wir das hin hier? Seid ihr schwach genug? Nee, glaube ich nicht, ne? Überraschung! Überfall! Zack! Gott verdammt, es tut so weh! Es tut so weh! Boom, Nee, die Situation hat das einfach nicht hergegeben, dass ich hier zwei Gegner mit einer und der gleichen Granate kille. Aber okay. Gut. Oh, wir haben die 200 voll. Fett, ey. Cool. Nice. Aber jetzt Komponenten, deswegen sind wir ja eigentlich hier. Munition wäre auch mal nicht schlecht. So, Belohnung freigeschaltet. Na, Komponenten, wie viele? Wo stand das jetzt? Wurde überblendet wahrscheinlich, ne? Ne, jetzt steht's da. 24. Es waren ein paar. Aber ich weiß nicht mehr, wie viele genau. Nicht, dass das jetzt nicht reicht. Oh, das reicht gar nicht, ne? Gibt's hier noch mehr Kisten vielleicht? Hinter dieser Tür? Hinter diesem Gatter? Ist auch sehr dunkel hier. Das sind keine Komponenten, ne? Uzina. Heunig. Zieleine, Uzina. Gibt's hier noch Komponenten? Vielleicht. Nein. Das ist auch schon gar nicht mehr das Gebiet. Ich gehe gleich nochmal zurück und guck nach. Aber ey, allein atmosphärisch. Wie geil ist denn mal bitte Division 2? Ich habe schon so oft gesagt, ne? Aber ich wäre so bereit. Jedes Jahr hier. Also... Nicht irgendwie für einen Season Pass oder so, sondern für Inhalt hier wirklich den Vollpreis auf den Tisch zu legen. Und wenn ich jedes Mal nur sowas kriege wie Warlords of New York, aber wirklich 60, 70 Euro, hau ich auf den Tisch, Mensch. Das wäre doch kein Problem, ey. Aber ich will halt richtig neue Inhalte haben. Das gleiche gilt auch bei mir bei Fallout. Fallout 76, die beiden Spiele, dann noch Elite dazu. Ich brauche keine anderen Spiele mehr. Ich bin so schon völlig überfordert. Ich komme noch kaum hinterher, Mensch. Aber wie gesagt, ich wäre bereit, hier für neue Gegenden und sowas immer schön Geld auf den Tisch zu legen. Aber es geht nicht. Kiste, yay! Haben wir jetzt genug? Irgendwas über 60 haben wir. Vielleicht reicht es ja wirklich. Vielleicht haben wir ja Glück. So, Projekte. Floppdiwupp spenden, na?
Noch 12, okay. Eine Kiste müssen wir noch finden. Vielleicht steht hier noch eine rum. Ist natürlich jetzt die ideale Tageszeit hier, um nach dunklen Kisten zu suchen. Warte mal, oh nee, das ist wieder was anderes. Sehr ähnlich, aber nicht die richtige Kiste. Ih, lila Laune, Lu, brauche ich nicht. Dankeschön. Ja, aber okay. So hat man auch Zeit, mal andere Spiele zu spielen, wenn man mal wieder eine Pause macht oder so. Aber ich komme hier gerade voll auf meine Kosten, denn so das Meta-Gameplay, auch wenn wir das nicht direkt forcieren, aber ebenfalls jetzt forcieren, ist für mich noch ein relativ neues Thema. Sicherlich, wir haben uns mal das MP-Bild und so zusammengestellt, ne? Aber da geht noch mehr. Man kann das Spiel auf so schöne verschiedene Arten und Weisen spielen. Wie zum Beispiel aktuell mit unserem provisorischen Sturmgewehrbild. Und da gibt es ja noch mehr LMG-Builds und ach, hast du nicht gesehen? Ich glaube, wir finden hier jetzt keine Kiste mehr. Und ich möchte jetzt auch nicht die Situation überstrapazieren. Wir gehen noch ein Ort für Komponenten ab. Einen Ort. Und zwar, ich glaube, das Ruckeln war vorhin hier drin und das liegt nicht an der Maus. Es fühlt sich nur, naja, gut. Werden wir sehen, ne? Schnellreise! Wo ist die Munikiste? Ich brauche doch Munition, bevor wir losziehen. Hier ist bestimmt noch irgendwo eine beim Ausgang. Wir können doch jetzt hier einfach rausgehen und... Nee, keine Komponentenkiste. Was für eine Frechheit. Nein! Ja, das ist der Loot auf herausfordernd. Ist hier nur eine Kiste oder nicht? Na gut, wir haben ein bisschen Muni. Wir kommen zurecht. Wobei, andersherum. Wir haben ja die Direktive an, dass wir hier keine Muni von den Gegnern bekommen. Ist eine verzwickte Lage, in der wir uns befinden. Nein. Eigentlich könnte ich mir das jetzt sparen, aber ich bin neugierig. Vergiss es. Lootkisten brauche ich auf Herausforderung hier in der Open World nicht mehr öffnen. Ich will auch nur die Komponenten haben. Für meinen exotischen Behälter. Wer weiß, was da drin ist. Und dann weiter. Nächster Einsatz. Roosevelt Island. Oh. War das nicht so ein Kombinationseinsatz, wo ich vorher noch drei andere spielen muss? Und warum haben die Controller eigentlich nicht mitgezählt? Verstehe ich nicht. Vielleicht Controller der Black Tusk oder so? Das könnte es sein, ne? Gut, voller Fokus, mit wenig Muni. Komme ich hier rangesprintet, ne? Jetzt. Ja, das geht. Das macht er, das ist schön. Köpfchen. Droni und Überfall. Na. So. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Kopfschüsse setzen müssen. Vielleicht für eine von den beiden Polarisierungen, aber eine hatten wir auch schon abgeschlossen gehabt. Ist alles durch? Oder kommt jetzt noch wer hier? Ich brauche noch eine Kiste. Eine Kiste voller Komponenten. Schrauben und Muttern. Das Eichmaß der Zivilisation. Und wenn wir schon mal hier sind, versuchen wir hier schnellen Ganges so viele Kisten wie möglich mitzunehmen. Flop. Weil die nächste Sammelaktion in Sachen Komponenten kommt bestimmt. Ich glaube, das wären aber alle, ne? Ja, hier vielleicht noch eine. Okay, den Rucksack noch. Und dann exotischer Behälter. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Projekte. Wöchentliches SAD-Projekt. Ka-ching, Mensch. Und er gehört uns. Oh, das haben wir auch schon fast so nebenbei abgeschlossen. Benannte Hyena-Skillen und was gibt's dafür? Ach naja. Also wenn wir es irgendwie nebenbei zufällig erledigen. Schön, ansonsten müssen wir das jetzt nicht forcieren. Behälter bitte. Erstmal nur den exotischen, die anderen werden ja nicht schlecht. Ich habe zumindest kein Mindesthaltbarkeitsdatum gesehen. Floppdiwopp. Yay! Ach, schon wieder die Todesbraut. Ja, kontrollieren wir später, ob die vielleicht diesmal besser ist als unsere aktuelle Todesbraut. Naja, beim nächsten Mal, ne? Beim nächsten Mal. Oh, hier Feuerteufel.
Eine Sekunde, ist das ein Gewehr, was Gegner anzündet eventuell? Das würde einiges erklären. In Bezug auf den Namen. Ja, oh, Godroll. Also, nicht schlecht, ne? Aber Kopfschussschaden könnte man natürlich austauschen gegen Chance auf Crit. Und ansonsten hier perfekt entflammt. Tatsächlich. Vielleicht bis wir dann die brennenden Kills auf positiv geladene Gegner fertig haben. Ja, warum nicht? Ich mach die Mods ran. Na, so sieht das Teil doch gleich viel, viel besser aus. Und was sagen jetzt unsere Werte? Ja, da fehlt uns jetzt ein gutes Stückchen Chance auf kritische Treffer. Aber dafür gibt es ja die Rekalibrierungsstation. Zack, Chance auf Crit, Dankeschön, Transfer bitte. Meine Güte, ist das teuer alles, ne? Ja, schön. Was sagen jetzt die Werte? Sieht doch jetzt besser aus, ne? Nicht so gut wie davor, aber... Oh doch, sogar noch besser. Okay, dann sind wir ein bisschen overloaded, wenn wir auf hohe Distanz schießen durch die Kojotenmaske. Auch interessant wäre es halt zu gucken, ich habe doch hier dieses andere, Loadout. Ich speichere mir das mal kurz separat ab hier mit dem neuen Sturmgewehr. Ich habe doch das mit der blutigen Knarre, ne? Richtig, und da gibt es doch hier dieses eine Rüstungsteil, was den Statuseffekt überträgt. Hier, sage ich doch. Das wäre so interessant zu gucken, wie sich das auf brennende Gegner auswirkt. Wenn das geht, fangen dann wirklich alle an zu brennen? Das wäre schon cool. Das wäre so ein bisschen dann, ein bisschen Statusbild. Aber dann haut das nicht mehr hin, ne? Doch, Chance auf Crit. Und hier hätten wir noch mehr Statuseffekte. Blutend, blind und brennend. Ja, viele, viele Statuseffekte. Ein Großteil der Rüstung bleibt ja gleich. Wegen dem Stürmer-Set, aber Petrov macht da wenig Sinn, wegen dem LMG-Schaden, da müssten wir hier den Hund einspannen. Richtig, ein Hunderüstungsteil für mehr Sturmgewehrschaden. Und da habe ich aktuell keinen Rucksack für, richtig? Richtig, auch nicht im Lager. Na dann doch als ergänzendes Teil für unser Sturmgewehrbild, als kleine Variation. Gut, schön. Ich habe noch ein paar SAD-Punkte. Waffenschaden. Lebensenergie. Fertigkeiten, Wirkzeit. Und Präzision. Fluppdiwupp, schon fertig. Und es sind noch 9 positive Kopfschüsse offen. Und dann ist das Ding durch. Dann können wir wieder so ein bisschen rumballern. Wir können. Wo dürfen wir denn hin? Wo sind ja meine Ziele? Roosevelt Island. Kann ich Roosevelt Island direkt betreten? Geht das vielleicht? Das ist Tidal Basin, Lincoln Memorial. Roosevelt Island. Oh ja, das ist ja super. Auf herausfordern bitte. Nicht heroisch. Oh, legendär. Das machen wir irgendwann später, wenn wir das perfekte Bild haben in einem schönen Team. Ich glaube, das kann ganz lustig werden, sich da so richtig schön durchzubeißen, so eine Stunde lang oder wahrscheinlich wird es noch länger dauern. Oh, hier gibt es sogar dann eventuell den richtigen Rucksack für so ein Nebenstatusbild oder so. Ne? Ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr fokussieren, aber hey, wo bleibt denn da der Spaß? Cool. Wir gehen rein. Roosevelt Island. Fluppdiwupp. Hä? Um die Tagesbelohnung zu erhalten, wiederholen sie den Einsatz in Schwierigkeitsgrad schwer? Kriege ich die nicht auch, wenn ich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spiele als schwer? Das ist jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Das hatte ich eigentlich vor, weil das wird ja sonst zu rushig. Auf schwer, das muss ja nicht sein. Nee, wir spielen das jetzt auf herausfordernd und dann gucken wir nochmal nach, falls ich es nicht vergesse, ob das Schildchen hier noch da ist. Und ansonsten wollten wir ja sowieso noch hier zu diesem Belohnungshändler. Schnellreise zum saisonalen Verkäufer. Ja, stimmt. Vielleicht machen wir das schnell fertig, weil das würde ich auf jeden Fall vergessen. Wie gestern, in der gestrigen Aufnahme, vor 5 Folgen oder so. Ach, die hier. Ach, und da können wir die Sterne dann ausgeben. Wir kriegen separat Kisten hier. Ja, ist das so? Oder geben wir dann auch immer Kisten, Sternchen aus? Nein. Ne, nicht angefordert.
Gib mal her, bitte. Nein! Wir behalten die Sternchen und können sie trotzdem obendrauf auch noch ausgeben. Wie fantastisch. Na, Gott sei Dank habe ich das jetzt überprüft, weil ungenutzte Sternchen gehen verloren.